Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß, erst vor knapp einem Monat kam von mir bezüglich dieser Scammerei ein Video, wie man eben nicht gescammt wird. Seitdem gab es aber wieder was ganz Neues, wobei dieser New Way of Scamming eigentlich eine uralte Phishing-Methode ist. Aber egal, scheinbar fallen viele drauf rein. Und da sich mittlerweile auch unter meinen Videos Kommentare eingefunden haben, die sowas beschreiben wie Mist, ich wurde einfach gescammt und danke, Valve und hin und her, dachte ich mir, wir sollten einmal drüber sprechen. Also let's go, Film ab. Meine Freundin sieht so gut aus, dass sie neben mir einfach so genial aussieht, dass man sie gar nicht beachtet. Im Sinne von mich. Diese scheinbar ganz brandneue Scam-Methode, von der man die letzten 14 Tage immer mal wieder was bei den einzelnen Creatoren gehört hat, ist eigentlich einfach nur eine Phishing-Methode, also eine Standard- und vor allem mittlerweile recht alte Methode, um eben Leuten ihre Daten abzunehmen. Bei dieser Methode baut der Scammer einfach irgendeine beliebige Seite nach, damit sie genauso aussieht wie das Original und bringt euch dann dazu, euch dort anzumelden, damit er eure Daten hat. Die Methode ist, wie gesagt, in Internetmaßstäben bereits uralt und am einfachsten kriegt man die Leute, ich mach mal kurz die Facecam weg, wenn man so ein bisschen langsam in der Rübe ist und Seiten einfach über Google sucht. Denn in die Google-Suche kann man sich einfach reinkaufen, auch als Scammer. Am besten schützt ihr euch davor, indem ihr nicht auf Google nach irgendwelchen Seiten sucht, sondern einfach schon wisst, wie der Link zu der Seite heißt oder ihr schaut bei jemandem, dem ihr wirklich vertraut, nach der die Seite verlinkt hat. So wie zum Beispiel bei mir die Skinbaron-Links. Natürlich könnte ich auch gehackt werden und die Links werden ausgetauscht oder es tut jemand so, als wenn er ich wäre und hin und her. Grundsätzlich kann man sich vor solchen Dingen einfach mit normalem Menschenverstand schützen. Bevor man sich anmeldet, ganz sicher gehen, ist der Link auch wirklich der richtige? Ist das der, den ich sonst immer eingebe? Wie sieht die Seite aus? Kann ich das Impressum benutzen? Kann ich auf alles Mögliche klicken? Ist es so wie immer? Oder ist es einfach nur meistens eine Landingpage, auf der ich dann meine Daten eingebe, weil ich es ja eh gewohnt bin. Die sieht ja aus wie immer. Auf dieser vom Scammer eingerichteten Seite sieht wie gesagt alles aus wie immer, wie jetzt zum Beispiel hier, aber gut, die Steam-Seite, ich weiß nicht, ob die großartig rekreiert wird, wahrscheinlich auch. Und dann kannst du dich hier halt einfach eintragen oder über den QR-Code anmelden. Doch wie schafft der Scammer es damit alleine, deine ganzen Skins zu snacken? Das sollte ja eigentlich gar nicht gehen. Das Ganze passiert über ein weiteres Fenster, das ich mir gerade aus dem Video von Water dazu gesnackt habe. Und zwar wird auf dieser Seite dann nach einer SMS-Bestätigung gefragt. Und spätestens dann sollte eigentlich jeder aufhorchen und sich überlegen, warte, das musste ich noch nie machen. Und dreimal dürft ihr raten, was man mit diesem SMS-Code als Scammer machen kann. Man kann damit ganz einfach den Steam-Authentifikator von einem Handy auf das von dem Scammer bringen. Und der User gibt dem Scammer dann sogar noch die SMS zur Bestätigung, damit man diesen Umtrag auch wünscht. Wie man bei diesem Schritt, also mit dieser SMS-Verifizierung, nicht ins Grübeln geraten kann, ist mir ein Rätsel, weil ich musste mich bis jetzt noch nie irgendwo mit einer SMS bestätigt anmelden, wenn es um eine Sache ging, die über Steam ging halt. Und das macht an sich ja auch mit dem Authentifikator zumindest keinen Sinn, denn genau darüber meldet man sich ja an, da ist alles bereits drin. Was der Enkeltrick für die alten Leute ist, ist der Counter-Strike-Skin-Scam-Trick halt für die Jugend. Was ihr auf diesem Video also auf jeden Fall bitte mitnehmt, ist, wenn ihr euch irgendwo anmelden möchtet, zum Beispiel auf skinbaron.de, dann gebt das von Hand einfach in die Adressleiste ein und nicht erst bei Google und klickt dann im schlimmsten Fall noch auf den ersten Link, ohne zu gucken, worauf klicke ich da überhaupt. Auch bei den Google-Suchergebnissen könnt ihr die Links sehen, auf die ihr dann geführt werdet, wenn ihr da draufklickt. Also looky-looky machen, nicht einfach und dann ist alles weg. Warum im Moment so viele darauf reinfallen? Weil wie gesagt, dieser SMS-Schritt ist für mich, also spätestens dann würde ich sagen, ich sollte alle meine Daten ändern und auf keinen Fall diese SMS-Bestätigung machen. Liegt vielleicht daran, weil die meisten nur mit einem Handy arbeiten und das im Normalfall einmal machen mussten. Ja, ganz am Anfang nehme ich an bei der Einrichtung, also eine SMS-Bestätigung und dann nie wieder. Ich in meinem Fall habe diverse Handys in Aktion und habe auch schon ein paar Mal meine Authentifikatoren übertragen von einem Handy aufs andere und ich kenne eben diesen Schritt daher auch schon halt, ja. Sich danach dann übrigens über Valve zu beschweren, finde ich, ist halt Quatsch. Das ist genauso, als wenn du über eine E-Mail halt gesagt bekommst, dein Amazon-Account, da ist irgendwas komisch und du klickst da drauf und meldest dich dort an, dann ist dein Account weg, beziehungsweise jemand anderes hat Zugriff. Dann ist es ja auch nicht Amazon der Schuldige, sondern du selbst, weil du halt in der E-Mail irgendwas beantwortet hast. Was macht man nicht? Pfui, bah. Auch noch so als kleiner kostenloser Tipp mit oben drauf. Wenn ihr in eurem E-Mail-Postfach, egal was stehen habt von eurer Bank, von PayPal, von Amazon, von was weiß ich was. Und da steht, irgendwas stimmt nicht. Selbst wenn es wahr wäre, klickt nicht in der E-Mail irgendwie rum, sondern schließt die E-Mail und geht dann auf amazon.com oder .de oder was und loggt euch auf der richtigen Seite, auf der Originalseite ein und guckt, ob dann wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Sachen sehen natürlich absolut echt aus, aber da darf man nicht drauf reagieren. Wenn wirklich was mit deiner Bank ist, kannst du anrufen und fragen, ist wirklich was bei euch? Wirklich, wirklich? Und wenn es eben um andere Dinge geht, dann meldet euch immer
auf der Seite an und klickt nicht irgendwie in der E-Mail auf, oh ja, Problem lösen, hier sind meine Daten und mein Perso. Ja, dann wäre das geklärt, passt bitte gut auf euch auf. Das war jetzt hier mehr oder weniger ein Emergency-Video, eigentlich wäre heute was anderes geplant gewesen. Aber da es jetzt auch langsam bei mir ankommt, dachte ich mir, muss ich auch nochmal was dazu sagen. Passt bitte gut auf euch auf, klickt nicht einfach auf irgendwelche Links, hinterfragt immer alles und kommt noch als weiterer Tipp obendrauf, keiner hat was zu verschenken. Es gibt immer irgendwie, ne, also wenn ein Angebot zu krass aussieht, zu gut aussieht, dann ist es meistens Scam. Da das Video jetzt aber wohl recht kurz ist, können wir noch ein paar Giveaways auflösen. Let's go! Und ja, natürlich hauen wir auch gleich noch ein neues Giveaway raus, aber erstmal jetzt ein paar auflösen. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, die noch aufgelöst werden müssen. So, und zwar gab es einmal eine MP5 SD Necro Junior im letzten Top 10 Video, und zwar im passenden MP5 Top 10 Video. Und man sollte da einfach nur sagen, ob man die MP5 spielt oder nicht. Und natürlich habe ich auch wie immer alles vorbereitet. Vielen Dank für 46 Kommentare, ihr alten Gönner. Wir starten rein und haben hier einen Videovorschlag. To pick him. Ach, hier kriege ich erklärt, wie das funktioniert, das ist aber schön. Kilmo oder Kilm0. Ich spiele die MP5 leider nicht, eher Mac10. Alles klar, Kilmo. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Bitte einmal hier unter dem Video melden und sagen, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und deinen Trade-Link, wie bereits geschehen, deiner Kanalinfo hinzufügen. Nice. Des Weiteren gab es diese Tomcat Oak zu gewinnen. In Steady Track. Das war in meinem Statement-Video zu der ganzen Geschichte. Anomaly hört auf mit Counter-Strike und so weiter und so fort. Und vielen Dank für 141 Kommentare. Und ihr solltet, was solltet ihr nochmal? Ihr solltet sagen, welche Maps ihr euch als nächstes in Counter-Strike wünscht, also im Map-Pool. So, vielen Dank, wollte ich sagen. Glückwunsch an Carsten Fried, also Steamrap sieht gut aus und trotzdem nur Kack-Games. Das sieht actually gar nicht so. Warte kurz. Oh, Carsten, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Ich habe jetzt hier gerade bei Carsten nachgeschaut. Wir haben dann schon geschnackt und Carsten hat auch geschrieben, ach, und Assault wäre mal wieder geil und Aztec. Ja, ich bin alt. Carsten, ich ziehe meinen Hut, du hast somit gewonnen, wobei ich habe das halt noch nie wirklich festgemacht, ob man hier oben im Original oder im ersten Kommentar bereits das haben muss oder nicht. Das zählt jetzt natürlich, Carsten, du hast gewonnen. Glückwunsch. Bitte einmal hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und deinen Trade-Link hier reinhauen. Dankeschön. Und lass mich kurz überlegen, wir machen das ab jetzt aber so, dass es bitte im ersten Kommentar steht. Also ihr könnt ihn auch editieren, wenn ihr schon geschrieben habt, einfach auf Edit drücken und dann halt nochmal das hinzufügen, weil ich nicht jedes Mal da reinklick und dann guck, was, wie und was noch geschrieben wurde. Machen wir das so? Okay, gut. Ich werde es auf jeden Fall dann auch nochmal beim nächsten Giveaway sagen. Und zu guter Letzt gab es noch eine USPS-Ticket to Hell für euch zu gewinnen. Das war in diesem Gedankenexperiment-Video, in dem es darum ging, was würde passieren, wenn es keine Cheater mehr gäbe, beziehungsweise alle mit einem Schlag gebannt werden würden und keiner mehr nachkommen kann. Um hierbei zu gewinnen, sollte man sich einfach an der Diskussion beteiligen. Sodele, vielen lieben Dank für 78 Kommentare, ihr Süßlinge. Und dann mache ich das einfach direkt so. Ich muss immer gucken, wo die Facecam ist, dass ich nicht direkt verdecke. Toast Brutiful, auch so schön. Wann kommt DZ back, Bro? Ruf mal bei Gaben an, danke. Da gucken wir kurz rein, aber da kam auch nichts mehr. Also nur meine Antwort, dass ich halt Gaben angerufen habe und wir sollen noch mehr Knives kaufen. Ja, schlecht. Dann müssen wir leider jemanden neuen ziehen und der neue oder jetzt dann hoffentlich richtige Gewinner ist Magic Man. Halbes bis ein Jahr, klar, werden noch Reports gemacht bei so Luckshots oder von dummen, aber von dummen, was? Aber wenn dann keine Cheater mehr, genau, wird es dann weniger optimal Magishi. Du hast somit gewonnen, bitte hier melden und Trade-Link in dein YouTube-Dingens, du weißt schon. Einmal hier reinknallen, vielen Dank. Und wie bereits angekündigt, geht dann noch ein Giveaway raus. Und zwar gibt es heute eine Glock 18 aus der Kilowatt Collection, also noch brandneu, wenn man so will. Um zu gewinnen, schreibt ihr einfach mit in euren Kommentaren zu, ob ihr auch immer schön aufpasst, wenn ihr euch irgendwo anmeldet. Ja, das war's dann schon wieder. Wir können uns gerne live sehen, jetzt gleich ab 18 Uhr in meinem Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewergames, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Das Knife-Giveaway von letzter Woche ist jetzt gerade rum. Wir machen dann als nächstes einen Handschuh-Giveaway und natürlich wie in jedem Stream halt normale, kleinere Giveaways. Heute gibt es übrigens unter anderem eine XM1014 Watchdog mit StatTrak in FN. Meine Damen und Herren, da kann man schon ein bisschen was hinpinjonsen. Ja, dann sehen wir uns entweder jetzt gleich oder im nächsten Video dann übermorgen. Das wird dann wieder ein Top 10 sein und ich sage direkt dazu, dieses Top 10 hätte bereits letzte Woche kommen sollen, aber die Thumbnail war noch nicht fertig und deswegen kommt es jetzt dann halt am Samstag. In dem Top 10 spreche ich das Knife Giveaway nochmal an, aber ich sage da schon dazu, falls wir noch die Woche vom 14. haben, dann kann man noch mitmachen. Das Knife Giveaway ist aber schon vorbei. Nur hier auch nochmal so als kleine Vorweg-Info. Okay, haut da rein, bis gleich, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.